habe ich nur für den Alex Lorenz den Zettel. Auf der linken Seite ist aber bestimmt, was der Manuel da fliegt. Das weiß ich, denke ich mal, größtenteils auswendig. Hier geht es auf alle Fälle um die Micro-Pista. Auf der linken Seite. Da ist er. Da ist er. Absolut spektakulär von der TXC-Modell. Verbaut das Micro-Pista bei Fickern. Stand der Handy, die Firma Fickern in der ersten Stockhöhe. Und auf der rechten Seite der Junge, den viele, viele Kinder beneiden, weil es nicht unbedingt wegen der Welt normal ist, sondern der Papa, der nämlich da bei mir steht, das ist der Christian. Und er hat diesen wunderbaren Süßigkeitenstand oben zwischen, ich glaube, Akamot gesetzt und Ricardo. Dort gibt es die leckeren gebrannten Mandeln und vieles andere mehr. Wenn man so einen Papa hat, der so viele leckere Sachen da im Stand hat, ist natürlich das Kind der Kick. Aber Manuel denkt nicht nur ans Essen, ein bisschen Wasserscheiße, das hat jeder wieder ein bisschen. Der Regenschirm für den Papa, er kann auch absolut toll spielen. 9 Jahre ist er alt. Und zeigt hier sein Kind 550. Auch diese Idee. Und der Manuel will auch mal raus sehen. Ja klar, alle 9-Jährigen gehen auch mit uns hier raus. Jawohl, auch Manuel, ein Applaus. 9 Jahre sind die Jungs und machen solche Dinge. Ja, Manuel fliegt das Display. Skyballersblätter 515 der Länge. Wie gesagt, der papillose Protokoll stabilisiert von einem Eintritt. Der Manuel geht so knapp 2 Jahre dabei bei der Helikriegerei. Der Alex hier auf der linken Seite mit dem Sieg unter der Nitro. Der Alex Lorenz und schon beweist, dass das Nitro ist durchaus auch mit Papierhelis einsetzbar ist. Ein Applaus natürlich noch für mich, oder? Alexander Lorenz für die Firma Freecare Microbase. Und auch der Manuel Röbel mit seinen 9 Jahren ist wieder heil gelandet, Manuel. Wunderbar, toll geflogen mit seiner T-Rex 550, ebenfalls stabilisiert. Bis dich.